Alle Menschen sind zwar gleich, aber manche sind gleicher als andere. Und das kann man schön auf dieser Grafik erkennen. Sie zeigt die Nettovermögen in Deutschland und zwar aufgeteilt in 10 gleich große Bevölkerungsgruppen. Und was man hier erkennt, ist, das Vermögen liegt nicht bei den Armen, sondern eben hier bei gerade mal 10%. Die haben richtig viel. Und auch der Aufschwung der vergangenen Jahre, der hat vielen nicht genutzt. Für viele war es, hier sieht man es an der gelben Linie, eher ein Abschwung, nur eben hier oben. Die oberen 10%, die haben davon profitiert. Die haben Reserven.